herzlich willkommen zu einem neuen Plan mit mir Video. Ja, und in diesem Video möchte ich mal endlich wieder mit euch eine Woche dekorieren. Ich habe dazu den Planer von Becky Higgins und darin ist Erin Condren. Und wie ihr sehen könnt, habe ich diesen Monat so richtig, richtig wenig gemacht. Ja, ich habe zwar zwei Seiten dekoriert, aber komplett wenig reingeschrieben, total wenig reingeschrieben. Und die letzten zwei Wochen habe ich gar nichts mehr gemacht. Und jetzt soll sich das mal wieder ändern. Ja, und aus dem Grund wollte ich heute mal ein Plan mit mir Video aufnehmen, damit ihr seht, dass ich nicht nur ganz so faul rumliege. Ja, hier noch ein Rezept für euch. Falls euch das interessiert, findet ihr auf unserer Webseite auf simplelifestories.net. Und da geht es darum, wie man ein Kürbisbrot macht. Ihr seht, ich habe das ausgedruckt und wollte das eigentlich hier reinheften. Und dann, wenn ich das tue, dann passt es auch genau hier rein. Und man kann so die Rezepte mitnehmen. Ja, darum geht es aber jetzt nicht. Es geht darum, dass ich die Sticker vom Planer Buddy Club von diesem Monat heute verwursten will. Aber ich möchte das Ganze noch nicht so fürchterlich weihnachtlich haben. Ich weiß, wir sind kurz davor, bald ist es soweit. Ne? Also nächste Woche haben wir den ersten. Aber diese Woche kann es schon winterlich sein. Wir hatten so einen kleinen Wintereinbruch. Aber so richtig, richtig ist es eben noch nicht. Ja? Deswegen werde ich diese Sticker hier verwenden für meine Headings hier. Und vielleicht hier die winterlichen, aber nicht die weihnachtlichen, nein. Auch die hebe ich mir für später auf. Aber die Schneemänner, die passen schön. Und ich werde auch diese Sticker hier nehmen, also diese kleinen Checkboxes und die Page Flags und die Weekend Banner. Auch das, da passen einige von, nicht alle wieder. Und hier genauso. Also ihr könnt die Sticker für Weihnachten und Winter nehmen. Deswegen ist das ganz hübsch und ja, deswegen fangen wir jetzt einfach mal an. Jo, wie immer fange ich hier mit dem To-Do an. Ich habe das alles mal in diesen Farben gehalten, die zum November passen, aber auch zum Dezember. In diesem Creme und ein bisschen Türkisrot. Also ist mal was anderes, nicht solche typischen Weihnachtsfarben, aber doch passend zur Jahreszeit. Und ich wollte, dass ihr die ganzen Sachen für den November, Dezember, Januar verwenden könnt. Deswegen diese Farbwahl. Ja, also das war schon mit Bedacht. Jetzt habe ich mal alles auf matten Stickern gemacht und nicht auf diesen Glossy Stickern. Einige von euch hatten mir gesagt, dass sie zwar die Qualität der Glossy-Sticker toll finden, aber wir haben halt das Problem, dass man da nicht so gut drauf schreiben kann. Also auf diesen Glossy-Stickern, finde ich, kann man sehr gut drauf schreiben, wenn man denn so einen Pen hat, so einen Tintenball, ne? So irgendwie sowas, dann kann man da richtig gut drauf schreiben. Wogegen natürlich mit einem Kuli, das ist ein bisschen schwieriger, es geht auch, aber ist halt etwas schwieriger. Ja, also erstmal To-Do, das findet bei mir meistens in der Woche statt. Das sind die wichtigen Dinge, die ich machen muss. Dann Little Things kommen auch noch dahin. Heute habe ich das Gefühl, sind es irgendwie nur die Großen. Deswegen werde ich das jetzt mal einfach hier weglassen und gleich nochmal was anderes machen. Aber ihr seht, auch das Blau passt schön zum Rest. Das heißt, wenn ihr euch entscheidet, das andere zu lassen, und passt das immer noch prima dazu. Ja, Donnerstag werde ich mich definitiv um Schwimmen kümmern, weil ich letzte Woche auch schon geschlunzt habe. Also kommen hier ein Hobby-Sticker hin. Wie ihr seht, dass wenn ihr das mal ein bisschen schief gemacht habt, ihr könnt das wieder abziehen und nochmal komplett neu kleben. Also es tut dem Sticker keinen Abbruch. Natürlich ein bisschen vorsichtig machen, aber vom Prinzip her, wer sich verklebt, kann das nochmal ändern.
Hier kommt jetzt mal die Asse hin. Die ersten Tage jeder Woche sind immer ziemlich gut belegt, weil wir in der Zeit meistens unsere Videos für euch aufnehmen, also die ersten 3 Tage. Diese Woche wird ein bisschen anders sein. Meine Mama ist heute aus dem Krankenhaus gekommen und wie ihr wisst, die macht die Kochvideos. Die gibt es trotzdem, wir haben schon vorab welche für euch gemacht. Aber deswegen, ja, sie bedarf noch ein bisschen unserer Pflege und ja, wie das eben so ist, wenn man krank ist. Ne? Dann möchte man auch, dass jemand da ist. Ja, deswegen machen wir diese Woche keine Kochvideos, natürlich nicht. Aber ihr werdet trotzdem welche auf unserem YouTube-Channel finden. Die sind alle auf Plan gesetzt sozusagen. Und ihr könnt weiter gucken, was wir so veranstaltet haben. Ja, hier seht ihr, habe ich jetzt mal die Headings zugeklebt. Und da kann man hier oben was hinschreiben. Hier unten, hier will ich noch vielleicht irgendwie was Wichtiges reinmachen. Oder aber so eine Checkbox. Ich muss mal gucken. Genau, also hier sind diese Checkboxen und ihr seht, das ist so ein, das ist ziemlich lang. Also wird das vielleicht besser hier ab morgen reinpassen. Auch hier, die Farben passen alle. Ihr könnt da also fröhlich mixen. Und dann habe ich die jetzt auch ein bisschen kürzer gemacht, sodass die nicht mehr in die anderen Blocks mit reingehen und schön hier passen. Dann könnt ihr da ein bisschen freier kleben und die auch für andere Sachen noch benutzen. Wie gesagt, ihr könnt alle Sticker für alle Planer benutzen. Gerade hier die Checkboxen, das ist gar kein Problem. Im Notfall kann man halt 1 oder 2 Herzchen abschneiden und dann passt es auch wieder zum Beispiel in den horizontalen Planer oder in jeden anderen, den ihr so bekommt, kann man das dann anpassen. Ja, ihr seht, ich klebe gerade so ein bisschen wild rum, aber das ist auch Absicht, weil ich will die Farben ein bisschen mixen. Und nicht das typische Layout, was ich sonst so habe, beibehalten, immer mit dem To-Do und Little Things und Other und Hobby und einfach mal so ein bisschen aufbrechen hier und das so mixen. Ja? Deswegen mache ich das mal jetzt ein bisschen anders. Ich nehme jetzt mal was hier irgendwie noch zu passt. Der Rest ist für nächste Woche, für die erste Weihnachtswoche. Packen wir jetzt das mal hier drauf. Was ich auch noch schön finden würde, wenn hier so ein paar Fotos reinkommen, könnte ich mir auch noch gut vorstellen. Deswegen werde ich die auch erstmal so auflassen. Und diese Page Flags, die nehme ich dann wohl eher dazu, wenn ein Termin geändert wird oder sowas, dann kann man das schnell da drauf kleben, dass sich da was ändert. Ja, Weekend ist klar. Kommt dann hier irgendwo hin. Klebe ich einfach mal hier so drüber. Das natürlich auch einfach quer drauf kleben. Das ist komplett euch überlassen. Jetzt seht man hier so eine kleine Ecke, wenn ihr das erkennen könnt. Aber auch das sollte kein großes Problem darstellen. Dann werde ich hier einfach mal so einen kleinen hier nehmen und da drüber kleben. Auch hier wieder, es passt alles zueinander. Die ganzen Farben habe ich natürlich angepasst, sodass ihr da keine Probleme bekommt. Das mache ich jetzt gleich, sobald hier einer drauf klebt. Dann sieht man das gleich nicht mehr. So könnt ihr auch immer ein bisschen ja fuschen sozusagen, also wenn man sich mal verklebt hat oder hier macht es keinen Sinn, das ganze Ding wieder abzuziehen. Also mache ich das einfach so, da ich das ja eh noch ein bisschen dekorieren möchte.
So, jeder weiß noch, worum es hier geht, ne, Weekend, aber trotzdem habe ich meinen kleinen Schneemann da drauf. Ja. Ja, ich denke, ich werde jetzt erstmal hier bei diesen Dingern hier bleiben. Und hier zum Beispiel nochmal Hobby. Das ist nämlich meistens die Zeit, wenn ich hier die nächste Woche plane. Und da ist das immer ganz gut für. Und dann kommt natürlich die nächste Woche. Da kommen diese hier hin. Ja, und jetzt kommt noch mal einer von denen. Ich fand die so niedlich, die kleinen Häschen. Die kommen da einfach noch mal hier so mitten rein. Die haben auch alle so einen kleinen schwarzen Rand, um das so ein bisschen abzugrenzen. So, also hier wird meine To-Do-Liste länger sein. Deswegen habe ich hier oben und hier unten was frei. Ja, schauen wir mal, wie sich das so ergibt. Also manchmal ergeben sich die Dinge halt auch einfach erst im Laufe der Woche. Deswegen klebe ich das immer alles so sehr offen zunächst und fülle das dann im Laufe der Woche natürlich aus. Und dann, ja, dann ändert sich meistens doch ein bisschen was. Und man arrangiert das ein bisschen um oder ne, solche Sachen. Also zu Samstag und Sonntag sollte ein bisschen Zeit sein für das, was man gerne tut. Also habe ich hier mal die Hobby-Sachen. Ja, und da unten hier würde ich auch gerne noch so was Winterliches draufkleben. So, und natürlich nicht zu vergessen, da müssen noch so ein paar Checkboxen hin. Die haben wir ja schon. Jetzt brauche ich hier noch eine kleine und hier noch eine, ja, nicht so ganz so groß. Ich bleibe jetzt bei dem Blau-Türkis-Creme und guck mal, was ich da noch hinmachen kann. Also ihr seht, ich gucke einfach hier, wie das Ganze passt. So, und dann wird das gleich hier geschnitten. Ich lasse das jetzt mal erst stehen und ich nach der Schere suche. Ja, und hier passt vielleicht noch ein bisschen weniger, zumindest hier oben rein. Den Rest kann man ja dann nach unten packen. So drei Herzchen kriegen wir aber schon noch rein, denke ich. Das klappt. Vorsicht, bevor es umklappt. Schnell so einmal. Ist auch das Gute, dass das matte Papier nicht so ganz so dick ist, weil so kann ich es einmal umklappen und gleich abschneiden und gut ist. Ja, soweit. Jetzt geht es im Prinzip ans Dekorieren. Gerade hier samstags, das ist zwar nicht so viel wie in der Woche, aber muss man doch noch ein paar Sachen machen. Deswegen kommt das da rein. Ja, und jetzt werde ich mal ein bisschen hier mit den Schneemännern rumspielen und damit einfach meine Woche dekorieren. Kommt jetzt so ein bisschen wild hier durch die Gegend. Aber ich finde die auch total niedlich. Mal einer mit dem Snowboard. Ja, mich würde interessieren, wie ihr eure Woche dekoriert. Und ich würde auch super gerne ein paar Layouts sehen. Könnt ihr natürlich mich hier verlinken oder auf Instagram
also hier ist ein, unter dem Video ist ein Link zu Instagram, da könnt ihr dann einfach mal vorbeischauen, da seht ihr nicht nur meine Bilder, da könnt ihr mich auch taggen, dann schaue ich auch gerne bei euch vorbei und kommentiere natürlich auch. Ich freue mich immer, wenn ich eure Bilder sehen kann. Egal, ob ihr natürlich Sachen von Simple Life genommen habt oder einfach so. Ich freue mich riesig, wenn ich von euch getaggt werde. Das ist nämlich immer schön zu sehen, was so die anderen machen. Ne? Neue Inspiration. Ich denke mal, dafür schaut man sich ja auf diese Plan mit mir Videos ein. An, einfach um ein bisschen Inspiration zu bekommen. Ja, soweit. Ich denke mal, ich werde dann noch ein bisschen mit Washi-Tape nachhelfen. Und ich habe hier so eine ganze Packung voller Sticker, wie ihr sehen könnt. Hier habe ich immer meine Fernsehsticker. Und damit das Ganze passt, bleibe ich jetzt mal bei diesen hellblauen. Ich habe auch nicht so allzu viele Fernsehsendungen, die ich in der Woche gucke. Meistens nur dienstags. Packe ich dann hier unter Other hin. Und sonntags zur Hobbyzeit, also während ich hier meinen Planer fertig mache. Also ich habe mehrere Planer, muss ich auch zugeben. Und deswegen kann ich sowohl einmal das machen, als auch hier mit euch dann nochmal extra. Aber das ist meistens der Planer, den ich für die Arbeit nehme, wo ich alles so reinschreibe, was so in der Woche anfällt. Ja. Jetzt schauen wir nochmal. Ich habe hier auch noch so Washi-Tape-Streifen, die man nehmen könnte. Oder diese To-Do-Boxen. Auch hier gefallen mir jetzt wieder diese hellblauen, ne? Die passen da noch schön zu. Ihr seht schon, das sind diese Glossy-Sticker. Man kann das auch prima mixen, also ist gar kein Problem, wenn ihr jetzt andere habt. So ein bisschen Highlight sozusagen, also wenn irgendwas anliegt, was ein bisschen herausstellt, dann kann man diese To-Do-Boxen prima benutzen. Ja, hier kommt dann die nächste Woche hin. Und jetzt hätte ich eigentlich noch ganz gerne was in der Sidebar. Schauen wir mal. Also eigentlich für die Sidebar ist eigentlich das hier vorgesehen, aber wie ich sagte, das ist ja noch kein Weihnachten. So ein bisschen halt nur. Aber schön aussehen würden sie ja trotzdem. Also sie ist genau auf die Sidebar zugeschnitten. Also das könnt ihr genau hier drauf kleben, das passt. Und ja, wie gesagt, ich werde mir die für nächste Woche aufheben. Und dann mal schauen, was ich in dieser Woche noch hier rein dekoriere. Und dazu vielleicht dieses goldene. Nee. Ja, das passt doch schön. Ja, jetzt war ich nicht lang genug. Ich will mal einmal abziehen. Am Ende fehlte ein Stückchen. So, jetzt habe ich hier das Lineal. Und das lege ich hier einfach an. Und dann kann ich das abreißen. Washi-Tape ist ja Reißpapier. Und deswegen ist es immer ganz schön, wenn das hier gerissen ist und nicht so ganz so gerade. Ne? Ihr könnt es natürlich auch komplett hier drüber machen. Ich mache es jetzt mal so. Das ändert sich allerdings auch von Woche zu Woche immer mal wieder ein bisschen anders. Ja, das kann man hier oben jetzt auch machen.
Ich würde es hier auch eine Schere tun. Wahrscheinlich sogar besser, weil Sticker sind leider kein Reißpapier. Also lasse ich das erstmal. Ja, aber dann kriegt ihr schon mal einen Eindruck, wie meine Woche aussehen wird. Ich denke, ich werde das hier oben stehen lassen, damit ich hier unten drunter einfach das Essen hinschreiben kann, was es bei uns geben wird. Und dann schauen wir mal, was hier noch so reinkommt. Aber wie gesagt, das ergibt sich dann im Laufe der Woche. Dann klebe ich auch oft noch was dazu. Und ich zeige euch den Rest meines Layouts auch mal am Ende der Woche. Schaut einfach auf Instagram vorbei, da poste ich das dann. Ja, und ich würde mich riesig freuen, euch dort zu sehen. Bis dahin. Tschüss.